Hallo ihr Lieben! Na, was geht? Ich habe übrigens heute eine neue Brille bekommen. Ich habe ganz vergessen, wie scharf alles aussehen kann. Mir ist aufgefallen, dass das letzte Video, wo ihr mir Fragen stellen konntet, schon sehr lange her ist. Deswegen machen wir das heute einfach mal wieder. Ihr konntet mir nämlich auf Instagram Fragen stellen, weil mein Leben ja so interessant ist. Wie geht es dir als frisch gebackene Ehefrau? Ist eigentlich nichts anders. Nee, wir haben jetzt die letzten 10 Jahre in wilder Ehe gelebt. Also, wir haben ab Tag 1 zusammen gewohnt. Es hat sich so ergeben. Und bis auf, dass wir uns jetzt noch an seinen neuen Nachnamen gewöhnen müssen, ist eigentlich alles beim Alten. Ich habe früher immer gedacht, das wäre viel krasser. Aber es ist alles wie vorher. Ich glaube, dieser Gedanke kommt daher, dass es früher vor ein paar, keine Ahnung, Jahrzehnten, Jahrhunderten eher so war, dass man erst mit der Heirat zusammengezogen ist. Und wir wohnen, wie gesagt, seit 10 Jahren zusammen. Deswegen, man kennt sich. Alles in Ordnung. PlayStation oder Xbox? PlayZ. Kennst du Periodenunterwäsche und hast Erfahrung damit? Ich weiß nicht so ganz, was gerade mit Periodenunterwäsche gemeint ist. Ist das jetzt irgendwie was Spezielles? Weil ich habe einfach nur hässliche Schlüpfer, die ich dann anziehe. Wo Blut drauf kommen darf. Die sind alle schwarz. Genius! Findest du, man sollte zu 100% über die Ex hinweg sein, bevor man was Neues anfängt? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja, aber bei meinem Mann und mir war es damals so, dass wir beide frisch getrennt waren und wir haben uns so ein bisschen durch die schlechte Zeit geholfen, weil wir uns halt eben gerade deswegen so gut verstanden haben. Und da hat es dann halt auch irgendwann gefunkt. Und obwohl wir beide noch eine Weile an diesen alten Partnerschaften geknabbert haben, war das für uns gegenseitig voll in Ordnung, weil wir halt eben auch akzeptieren, dass so eine Partnerschaft ein Ding ist, was einen massiv prägt im Leben, gerade wenn es was Längeres über mehrere Jahre ist. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach ausschnipsen. Zumindest oft nicht. Und solange da aber offen drüber kommuniziert wird und darüber gesprochen wird und jeder weiß, woran er gerade ist, ist es trotzdem möglich, dass das funktioniert. Versprochen. Welche Haarfarben hattest du bereits? Natur, blond, dunkelbraun, rot, rosa, weiß, grau, blau, lila, pink, kupfer, türkis? Ja. Also nicht so viele. Hast du mit der E-Zigarette auch aufgehört? Oh ja. Ich glaube jetzt vor über einem Monat inzwischen. Und in 5 Tagen habe ich 2-jähriges, seitdem ich meine letzte Zigarette geraucht habe. Und ich fühle mich gerade sehr gut, so wie es ist. Auch wenn ich ab und an noch einen Moment habe, wo ich denke, ich würde jetzt wirklich, 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 wirklich gerne dampfen. Ich kann damit umgehen. Und beim Gassi kompensiere ich das zum Beispiel damit, dass ich unterwegs einen Apfel esse. Ist ja auch viel gesünder. Wann kommt mal eine Wohnungstour? Das wird das nächste Video. Hast du momentan ein Lieblingsspiel bzw. eine Beschäftigung, die du momentan gerne ausführst? Ja. Ich spiele vorm Schlafengehen immer sehr gerne Sudoku. Ich habe in der App, die ich benutze, jetzt auch schon über 1 Million Punkte. Ist so ein kleines Ritual für mich geworden. Aber wenn ich tagsüber mit meiner Arbeit fertig bin, freue ich mich wahnsinnig darauf, momentan mit Jan abends zusammen Assassin's Creed Odyssey zu spielen. Da wechseln wir uns immer ab. Den einen Abend darf er, den einen Abend darf ich. Ich bin eigentlich gar nicht so der Assassin's Creed-Fan, aber das macht wirklich Spaß. Was hältst du von der ganzen Feuerwerkdebatte? Ich finde diese Debatte sehr berechtigt. Wenn es nach mir geht, sollte es gar kein Feuerwerk mehr im Privatverkauf geben. Ich meine, klar, es ist wunderschön, aber es macht die Luft dreckig, es ist laut und verschreckt die Tiere. Alleine unser Hund, die hat die Panik ihres Lebens, diese paar Tage im Jahr. Es ist ja nicht nur so, dass die Menschen sich auf Silvester beschränken. Er wird in den Tagen davor und danach nochmal, weil ist ja was übergeblieben. Naja, und ich denke das aber nicht erst seit kurzem, sondern das war schon immer so. Also ich habe noch nie Böller oder Feuerwerk gekauft. Es ist mir viel zu laut. Wie viele Partner hattest du vor Jan? 2 Stück. Meine erste Beziehung lief 7 Monate oder 8. Und meine zweite hat mit mir Schluss gemacht, einen Tag vor dem Einjährigen. Ja, und dann 8 Monate später kam der Jan. Und er blieb. Bekommt der Fuchs auf deiner Brust noch Farbe? Das hier ist gemeint, der Fuchs mit dem Eichhörnchen. Und ja, der soll auf jeden Fall noch Farbe rein. Das Problem ist, dass ich ein verdammtes Eiweiß... Weichei. Ich bin ein verdammtes Weichei. Ich empfinde die Stelle hier auf dem Knochen halt eben, also direkt auf dem Schlüsselbein, als mega schmerzhaft. Deswegen, der Plan steht, jetzt muss ich mich nur mal irgendwann zusammenreißen und das machen. Der Tag wird kommen. Plant ihr beiden Kinder zu bekommen? Auf jeden Fall. Wenn es funktioniert, wäre es klasse. Und wenn wir selber dazu nicht in der Lage sein sollten, dann würde für mich auch nichts dagegen sprechen, ein Pflegekind aufzunehmen oder zu adoptieren. Wir würden uns wirklich sehr, sehr darüber freuen, irgendwann mal Eltern zu werden. Wenn du dir jetzt einen Wunsch erfüllen könntest, Geld egal, was wäre das? Ein eigenes Haus mit Garten. Einfach irgendwas, wo man dann keine Angst hat, dass man wegen Eigenbedarf gekündigt wird.
Wie kommst du wieder runter, wenn dir alles in der Welt zu viel wird? Da mache ich sehr, sehr gerne mein Handy aus oder auch nur das Internet und bin viel draußen unterwegs. Das erdet mich dann wieder so ein bisschen. Und das kommt, glaube ich, öfter vor, als man denkt. Ich habe so Phasen, in denen bin ich sehr, sehr schwer erreichbar, weil mich das ganze Sitzen am PC und mein Handy mich dann mega überfordern. Das ist dann wie so ein Gewitter im Kopf. Ein Gewitter aus Überforderung. Ja. Also, Handy aus und spazieren gehen. Gerade mit dem Hund. Und darüber reden. Natürlich. Sich irgendjemanden suchen, wie man sich mitteilen kann. Auch wenn der jetzt nicht die Lösung parat hat, aber einfach das drüber sprechen hilft total. Und sich selber mal was Gutes tun. Me-Time, Bewegung, Kommunikation. Könntest du dir vorstellen, einen normalen 9-to-5-Job zu haben? Naja, dieses ganze Social-Media-Kram hat mich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, so richtig überfordert. Und das war dann eine Phase, wo ich Bewerbungsgespräche gemacht habe bei Firmen, um in so einen normalen 9-to-5-Job reinzurutschen. Und für mich diesen Druck aus dieser Social-Media-Sache zu nehmen. War eine interessante Erfahrung, durch die ich dann wieder gelernt habe, das, was ich hier habe, mehr schätzen zu lernen. Aber ich bin dem Ganzen mega aufgeschlossen. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu machen, außer selbstständig zu sein mit YouTube und als Fotografin, dann ey, warum nicht? Ich meine, ich habe ja studiert, ich habe einen Abschluss. Ich könnte in einer Branche arbeiten. Ah, das waren viele. So, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr über mich. Eher fragwürdig, aber das ist okay. Auf jeden Fall danke, dass ihr so lange dran geblieben seid und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.